So, hallo Leute. Das wird mein allererstes Erklärvideo auf YouTube. Bis jetzt habe ich eigentlich immer nur Naturvideos gemacht und so weiter. Aber nie selbst was dabei erklärt. Aber hier an diesem Bachlauf, da gibt es ein Phänomen, das muss ich euch einfach erklären. Und zwar, wir befinden uns hier in Niedersachsen. Das ist Niedersachsen. Und diese Seite hier drüben, über diesem Bach, das ist Sachsen-Anhalt. Und in der Corona-Krise jetzt aktuell gibt es ja die Einreisebeschränkung nach Sachsen-Anhalt. Da lauern an dieser Grenze die Coronaviren. Ne? Ihr seht sie da drüben auch, glaube ich, die kleinen Dinger da. Ja. Und deswegen hat die Landesregierung von Sachsen-Anhalt gesagt, nein, striktes Einreiseverbot, dass da nicht wirklich was passiert. So, wir gehen jetzt mal diesen Weg hier weiter. Ah, da drüben, seht ihr schon, Feindesland, die ganzen Coronaviren warten auf uns. Wenn man jetzt ein normaler Wanderer wäre, würde man einfach jetzt über die Brücke drüber gehen und drüben den anderen Wanderweg auf der anderen Seite weiter wandern. Aber das geht nicht. Das wäre halt ein illegaler Grenzübertritt und aktuell eine Straftat. Na, also wirklich wild romantisch hier. Viele werden gar nicht wissen, was das hier ist. Das ist die warme Bode. Ganz später fließt die mal in die Rapotetalsperre. Und jetzt zeige ich euch mal, wie so ein illegaler Grenzübertritt eigentlich aussehen könnte. Und wenn ich jetzt dieses Land verlasse, Niedersachsen, und hier praktisch das Land Sachsen-Anhalt betrete, ist das eine Straftat. Und das wollte ich euch einfach mal erklären.